Okay, Tipps. Willkommen. Wir sind ja schon da. Einen guten Abend. Aha. So, dann grüßen wir alle. Ihr könnt uns einfach auch grüßen im Chat, wie das oft schon einige machen. Einige sind noch unsicher. Ihr könnt natürlich euch einen Nickname geben. Und ihr könnt euer Name auch ändern. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, kann ich es euch einfach auch gerne sagen. Okay. So, das heißt, muss ich hier kleiner machen. Der Wunsch war, dass wir weitermachen, sodass wir das Thema Familie, Matrix, Familiencode weitermachen. Wir haben es nicht geschafft. Da war jetzt auch nicht so der Impuls da mit dem Inner Zirkel. Aber es ist auch nicht geschafft, jetzt groß rumzuschicken. Wir schauen einfach. Der Abend wird sich zeigen. Jeder kann da mit. Jeder seinen Beitrag geben. Ja, heute bin ich nicht ganz so. Jeder kann da auch seinen Beitrag dazu geben, sodass das auch wie so ein Zirkel werden kann. Ja, und so einfach, was machen wir tagsüber? Wir haben natürlich ein paar hundert E-Mail immer zu verarbeiten, viele Anfragen, viele Aktivitäten. Wir planen jetzt Aktivitäten in Italien und Konferenzen und in Schloss am Ritaba und in Frankreich und in andere Schlösser und so weiter. Ne? Deswegen kommen wir oft nicht dazu, ja, die Abende einfach auch, was schön wäre, den ganzen Tag vorzubereiten. Also wir haben es voller Enthusiasmus angefangen mit den Inner Circle und das, denke ich, wird auch weiterleben, aber es ist halt so, dass es, dann haben wir das eingerichtet für die Leute, telefoniert, erklärt, geriemelt, also viele Stunden, was wir gern gemacht haben, viele Stunden hat uns das auch gekostet. Und ja, das fehlt uns momentan. Also es ist einfach, wir müssen einfach immer schauen, okay, was hat jetzt gerade Priorität oder irgendwas bleibt immer dann irgendwie ein bisschen auf der Strecke. Ja, und jetzt freuen wir uns, euch zu grüßen. Aliasira, danke für den Gruß, freut mich sehr. Umso intuitiver ist es, dann ja, ist doch alles gut so. Aha. Na du Süßer. Süß ihr beiden. Sieh heute streng aus. Wer? Ich. Ja? Wenn ich mich angucke. Schön. Die Kamera verrät alles. Ist so spannend, wenn man sich sieht. Das ist so, ich denke, das werden wir dann irgendwann bald mal in den Seminaren mit einbauen oder überhaupt. Sich dem zu stellen, wirklich der Kamera, die verrät alles. Die verrät alles. Da kann man nichts verstecken. Nur ein wenig geschafft, ist doch nicht schlimm. Ja. Hans im Glück. Wer ist Hans?
Kennen wir den? Dario? Hans. Dario, wer ist Hans? Hans. Hans, welcher Hans? Ah, der Hans, der die Produkte, ne? Der die Landwirtschaft, der ist, glaube ich, Hans. Oh, wow. Ah, toll. Ja? Mhm. Ah, gerne. Wir hätten gerne den Kontakt, weil... Wir haben den Kontakt, Cheat. Okay, wir bereiten... Ich habe den Kontakt weitergeschickt. Wir bereiten eine Genusskonferenz. Oder ein Genusskongress oder wie man es nennen, oder Party. Und zwar haben wir viele Leute, die mit Genuss arbeiten, beste Produkte, beste landwirtschaftliche Produkte, beste Sexualität, bestes Essen, bestes, so, dass wir einfach auch ein Verwöhnparty machen können, ne? So, Genuss des Lebens. Und natürlich, ich könnte mich in 10 teilen, aber das will ich nicht. Aber lieber, tun wir trotzdem. Wir lernen so viele Leute kennen und tagsüber geht es so ab. Und dann kommt einfach auch nicht so viel zustande, wie ich mir das einfach auch vorstelle. Ne? Manchmal mache ich, und Cheat sagt, okay, dann machen wir das noch und das noch. Und ich, ja. Und dann, Hilfe! Wie, wann, wo? Und irgendwie wird es dann letztendlich doch irgendwie, irgendwann, irgendwie, irgendwo. Okay, eben. Die Themenreihe hat sich einfach auch geändert durch die Begeisterung einfach auch dieser Forschung. Und was ich einfach auch sehe, was, ist, dass auch die großen Leute, egal wie berühmt und wie klein oder groß, die stehen vor der Bühne, wow, wunderbar, und dann kommen sie nach Hause oder mit den eigenen Kindern, oder mit dem Mann, oder mit der Frau, oder mit der Mutter. Und dann gibt es einfach auch Stress. Ne? Echt? Kommen sie wieder auf die Bühne, wow, wunderbar, wunderschön, wundertoll. Mhm. Kommen sie nach Hause. Oder kommen die Verwandte, da gibt es einfach auch ein bisschen Stress. Und deswegen ist für mich natürlich... Wenn ihr Impulse habt, wenn Impulse kommen würden, freue ich mich. Möchte ich einfach auch gerne diese Matrix-Familiencode einfach auch weiterhin die nächsten Tage, immer wenn es möglich ist, bis morgen, dann sind wir einige Tage unterwegs, einfach weiter fortführen. Meinst du, wir schaffen das morgen? Mal gucken. Wegen der Veranstaltung? Na, mal schauen. Also, okay. Könnte morgen ist hier großes Fest. Hallo Heike. Luthers Hochzeit. Hier kommen 10.000 Leute oder sowas. Ich und wir mehr. Wollen mit der Kamera einfach auch für Wittenberg TV Aufnahmen machen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wir haben eine Regio TV mit vielen Städten, wo wir einfach auch TV aufgebaut haben. Und jo. Heike, wir haben schon dran gedacht. Nicht vergessen. Haben wir nicht vergessen. Okay, es hatte heute jemand angerufen, aber hat sich nicht gemeldet. Ich habe keine E-Mail bekommen. Wollte auch noch, dann fangen wir einfach auf. Wie meinst du das, Al-Jazeera? Was? Sie schreibt, ihr wurde ganz fiebrig gestern. Ah ja. Was machst du denn? Magst du
anrufen oder tippen. Ich will gucken, ob eine E-Mail, wollte jemand noch sich melden heute, aber anscheinend nicht. Ah, die Christine, meine Frage, ob die Anmeldung für den Chat was kostet. Nein. Das ist alles Englisch. Okay, dann sage ich euch, kurz, wie man sich anmeldet. Okay, man meldet sich so an, ihr schreibt hier einfach auch irgendetwas und dann klickt ihr auf See. Und oben drauf, ihr scrollt oben und dann werdet ihr nach einem Nickname gefragt. Und schon seid ihr drin. Ist alles kostenlos und ist alles frei. Ihr habt noch gesagt, im JTV ist alles kostenfrei, deswegen haben wir wenig Zeit, einfach auch tagsüber, weil wir andere Projekte haben, wo wir eigentlich das Geld besorgen, um die 6.000 bis 8.000 Euro, was wir brauchen, um JTV ins Leben zu halten. Und das müssen wir einfach auch verdienen. Wieso war dir gestern fieberig? Das, was gesagt wurde? Oder in Bezug Resonanz auf das? Oder? Als ob ich doppelt so viele Kalorien verbrenne. Ah ja, schön. Wow, das ist ein guter Satz, Al-Jazeera. Als ob ich doppelt... Weiß nicht, mein Körper hat einfach gebrannt. Kalorien... Verbrannt. Verbrenne. Vielen Dank, weil eben, das war für mich gestern ganz wichtig, dass das Thema war, was ich wissen wollte, ob man auch abnehmen kann. Weil viele Freunde, die mich gefragt haben, Jit, hilfst du mir abzunehmen? Habe ich gesagt, nee, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Die letzten 10, 15 Jahre ist mir einfach nichts eingefallen, wie man einfach auch abnehmen kann. Und wenn du sagst, dadurch, dass wir an deinem Familiensystem gearbeitet haben, dann hast du eben, als ob du doppelt so viel Kalorien verbrannt hast, weil vielleicht durch die Informationen, diese gespeicherte Information, du verbrennen konntest. Und das, ja, das freut mich sehr. Ne? Die Elke ist auch da.